Ladies and Gentlemen, herzlichst willkommen heute hier zu Folge Nummer 6. Princess Charming, fast hätte ich gesagt Temptation Island, meine Güte, das ist auch schon lang vorbei. Ich bin sehr, sehr froh drüber. Ihr Süßen, seht ihr, ein bisschen neuer Hintergrund. Ich sitze jetzt hier wirklich am Tisch, wo ich sonst immer puzzle. Wenn ihr sehen würdet, wie ich jetzt hier die Häufchen wegschieben musste, um meinen Laptop und mich selbst hier zu positionieren, euer Puzzleherz würde bluten. Entschuldigung, wirklich. Wir sind hier Folge 6 plus ist Charming und ich bin sehr gespannt. Letzte Folge hatten wir ja die Thematik mit Amelia. Und zwar hat die Princess sie geküsst, obwohl Amelia ihr vorher extra noch gesagt hatte, sie hat ein Kusstrauma. Ihr wisst, welche Situation ich meine. Ich bin gespannt, ob heute nochmal das Thema angesprochen wird oder nicht. Und wie es hier überhaupt weitergeht, auch mit Dora und Paula, da bandelt sich ja was an. Und ja, gibt auch wieder ein paar Einzeldates. Also es lohnt sich dran zu bleiben und es lohnt sich hier zu abonnieren. Nee, lohnt sich echt, ja. Also ab jetzt ist der Abonnieren-Button für euch freigeschaltet. Und ihr könnt loslegen. Tu es jetzt einfach. Ach ja, wer die ganze Folge nochmal ansehen will, der tut das sehr gerne auf RTL Plus. Und ich würde sagen, wir starten rein. Das ist so krass, dass ich jetzt einen Tisch habe hier und alles. Es ist völlig neues Lebensgefühl. Ich hänge wahrscheinlich gleich die ganze Zeit nur noch hier so. Nee, das lasse ich, weil ich bin ja professionell. Heute Morgen bin ich wach geworden, ich war ein kompletter Zombie. Ja, die hatten ja die wilde Party, ne? Die ich auch eben angesprochen hatte, wo der Kuss mit Amelia und Hannah war. Und hier gibt es noch mal ein paar kleine Rückblicke jetzt. Die Stimmung war sexuell geladen, würde ich sagen. Und ich hatte einfach Lust, Hannah zu küssen so, und bin auch auf jeden Fall mit dem Ziel, sie zu küssen, nach oben gegangen und habe die Initiative ergriffen. Das habe ich auch noch nicht vergessen. Klar habe ich da meine Chance auch genutzt und ich habe alles gegeben. Da hätte ich auch gern kurz mal auf dem Stuhl gesessen, bin ich ehrlich mit euch. Ich habe nie hingeguckt, sie hat getwirkt. Das war schon echt ziemlich, ziemlich heiß. Und jetzt, wie ging es denn jetzt Amelia am nächsten Morgen? Ich habe halt der Hannah das letzte Mal gesagt, dass mir das super schwer fällt, jemanden zu küssen. Ich habe nicht damit gerechnet, als ich auf diesen Stuhl gegangen bin. Ich meine, ich wollte das auch, ich wollte mich trauen, ich war mutig. Aber Mund ist für mich sehr, sehr intim. Ich habe heute eine Grenze überschritten und es tut mir leid. Ja, und das ist jetzt auch erstmal Status quo. Ich finde, kann man jetzt nicht so viel aus dieser Aussage von ihr rausziehen, außer dass es halt echt ein bisschen blöd war für sie, ne? Ich hätte mir nicht von vornherein vorstellen können, dass es wirklich so intensiv ist und dass wirklich so viele tolle Frauen dabei sind und dass man so eine starke Verbindung zu denen aufbaut. Die ist verliebt in alle. Kann ich bitte alle haben? Danke. Wir haben wirklich einen Eisladen. Und ich fühle mich so wie der Eismann. Ich habe die alle genannt. Dicker, ja. Guten Morgen. Stell mal den Kaffee ab. Ich mach mal einmal knuddeln. Knuddeln? Ist das eine Mischung aus Knuddeln und Knutschen? Hä? Warum fängt die an mit Knutschen, ne? Da habe ich mich kurz gefragt, was soll das? Haben die vielleicht schon mal geknutscht? Wir wissen es nur nicht. Läuft! Ist das eine Mischung aus Knuddeln und Knutschen? Ich fühle mich wohl in Paulas Nähe. Es gibt mir ein gutes Gefühl, so mit ihr Zeit zu verbringen und ich bin froh, dass wir beide noch hier sind. Dora, 23, knudelt am liebsten mit Paula. Ich glaube, wir haben einfach positive Gefühle füreinander und fühlen uns einfach wohl miteinander, Dora und ich, aber auch Hannah und ich. Und wir werden sehen, was kommt. Alles ist möglich. Alles ist möglich, wenn man 2-, 3-, 4-gleisig fährt. Das wissen wir alle. Herzlichen Glückwunsch. So, und jetzt gibt es hier ein Gruppendate. Wer mitkommt, seht ihr gleich. Aber Caro zum Beispiel, die hat da schon ein kleines Statement. Sie hätte nicht gedacht, dass ich heute zum Gruppendate gehe. Ich habe gedacht, okay, Laura liest jetzt den Brief vor und da wird auf jeden Fall Jessys Name kommen, aber meiner nicht. Und auf einmal war es genau andersrum. Wir gucken uns beide so an. So. Ja, du bist nicht dabei, ne? Doch? Ach doch? Okay, krass. Oh Mann, jetzt ist Jessie beleidigt wie eine beleidigte Leberwurst, weil sie ist nicht dabei. Ja klar, bin ich irgendwie enttäuscht, jetzt kein Gruppendate zu haben oder beziehungsweise sie jetzt heute nicht zu sehen. Anscheinend braucht sie jetzt gerade nicht so das Date mit mir, sag ich mal. Ja, aber guck mal, man muss auch nicht immer alles auf sich beziehen. Ne? Im Endeffekt ist es ja nicht eine Entscheidung gegen sie, sondern für die anderen. Und Hannah hat ganz klar gesagt am Anfang, sie will jedem da die Chance geben, sie kennenzulernen und auch, dass sie die Chance hat, alle Mädels kennenzulernen. Ich finde, Hannah ist auch voll die Art von Person, die jedem eine Chance gibt. Das passt ja Jessie aber nicht, nee. Die ist hier die Nummer uno und sonst keiner. Ja, ist schon
Ist schon schade. Schaude Schokolade. Die anderen gehen jetzt aufs Date. Ich möchte der Hanna auf jeden Fall nochmal sagen, dass für mich das Thema durch ist und dass ich was Positives draus gezogen habe. Krass. Glauben Sie, dass es genau so passiert ist? Oder lügen wir, dass die Funken sprühen? Mein RTL! Oh ja. Cremst du mich einmal hier hinten ein? Okay, das mache ich jetzt. Ja, jetzt gibt's hier ein bisschen Spaß. Mann, das ist hier nicht nur serious, okay? Also ich gucke zum Beispiel Princess Charming, um ein bisschen Fun zu haben, mich vom Alltag abzulenken, ein bisschen was zu lernen über die Community. Jetzt fühle ich mich nämlich ein bisschen schlecht, dass jetzt wieder gute Sachen passieren, weil ich habe natürlich die ganze Zeit im Hinterkopf, was letzte Folge passiert ist und eure Wut. Ich weiß nicht. Ich stelle dich jetzt nicht blöd an, krieg das jetzt irgendwie hin. Nicht zu dolle, mach nicht zu leicht, mach nicht zu viel, mach nicht zu wenig. Damit habe ich kein Problem, ich knete. Die Gedanken, die einem da im Kopf sind, das ist absolut abnormal. Ich verstehe sie genauestens. Ich würde es nämlich auch genauso überdenken und dann wahrscheinlich, weiß ich auch nicht, wie ich es machen würde, aber ich glaube ein bisschen, ach nee, ich würde mich nichts trauen, nix. Hat einer einen Plan, wie viel steht? Nein, ne? Ich glaube, wir führen ganz klar. Ich denke ja, auch. Ja. Ich glaube auch. Hier wird jetzt ein bisschen Volleyball gespielt. Was noch? Also das Volleyballspielen hat mir total viel Spaß gemacht. Ich würde gerne Paula 27 Talent baggern. Ich liebe ja Sport einfach und vor allem auch Sport mit Bällen. Das finde ich einfach immer cool. Nee, also ich finde auch, dass das eher so ein Männerding ist. Wie war für dich der Abend eigentlich? Oh, wir sind gerade kurz in der Villa. Hier ist ein kleiner Deep Talk zwischen den Mädels. Ich verstehe nicht, warum für viele Menschen, mit wem du schläfst und mit wem du attraktiv findest, so wichtig ist. Der Charakter zählt doch auch. Das finde ich gut. Ja, ich verstehe nicht, warum Leute, so vielen Leuten das interessiert. Und dass sie, ja, der Charakter zählt doch auch. Nein, aber es ist doch einfach die Neugier der Leute für das Unbekannte, oder? Deswegen wollen die alles wissen. Und die haben auch keinen Filter, denn es ist kackegal. Die denken nicht, das ist total übergriffig, dass ich hier irgendwelche anderen Personen nach ihrem Sexleben ausfrage. Wünsche ich so niemandem. Hast du auch ein Satisfier, ne? Ja. Du auch, Frauke? Selbstverständlich. Wie war das denn bei euch, familiär? Meine Eltern waren voll cool. Ich habe meine Eltern... Also als ich etwas jünger war, ich habe angefangen, meine Mama so zum abchecken, weil ich das angefangen, das für mich selber zum abzuchecken und so. Wie wäre das, wenn ich mit einer Frau anstatt mit einem Mann nach Hause komme? Oh, um Gottes Willen, das war immer diese Antwort, weil sie das nicht ernst gemeint hat. Sie hat nicht verstanden, dass ich das nicht so als Spaß gesagt hatte. Okay. Deswegen habe ich das immer gelassen. Krass. Dann hat die immer so angetestet und dann so, nee, dann lasse ich es lieber, bringe ich niemanden mit nach Hause. Das ist traurig. Und dann habe ich angefangen, meine Freunde so zu sagen, hey, guck mal, ich denke, ich habe Crush of Girls, ich denke, ich bin bi, ne? Erstmal, ich musste mit mir selbst Coming Out machen. Und das war das Schwierigste, wo ich am meisten Zeit gebraucht habe, zu verstehen, dass hier ist es nicht falsch ist, ich bin nicht krank, ich habe eine Crush auf eine Frau. Und das ist beautiful. Wo sind die Fahnen? Weil das war doch ein Moment, der nach grüner Fahne geschrien hat. Und dann, als ich dann gecheckt habe, okay, ist es so, dann habe ich meinen Eltern gesagt, das war so, Papa, wenn ich mit einer Frau und mit einem Mann nach Hause komme, wie willst du das nehmen? Ich hatte so Angst und seine Antwort war, guck mich an und er sagt, wenn du glücklich bist, ich bin glücklich, Hauptsache bist du glücklich, mir egal. Und ich so, what the fuck, Daddy? Zuerst mal grüne Fahne, how cute der Vater, aber am geilsten bin ich, what the fuck, Daddy? Für mich ist Daddy einfach irgendwie in einem anderen Kontext ein Daddy. Aber süß, genau so sollte es doch sein, oder? Mann, das finde ich toll, weil sie auch aus Sardinien kommt, ne? Sie ist da abgehauen, weil da Queerness überhaupt nicht akzeptiert wurde. Dass aber trotzdem die Familie das so toll aufgenommen hat, ist einfach... Das ist schön, es freut mich für sie. Wie war's bei dir? Ich hatte eigentlich gar nicht so ein richtiges Outing, weil es für mich irgendwie... Das war von Anfang an irgendwie für mich klar, also schon als ich ein kleines Kind war. Und für mich war das irgendwie normal. Also und ich habe nicht gedacht, dass ich daraus irgendwie ein Ding machen muss. Und weil ich halt auch weiß, dass meine Mutter super tolerant und offen ist. Ich habe halt ein sehr offenes Umfeld, deswegen hatte ich das Glück, dass das halt dann auch nie irgendwie hinterfragt wurde oder ich mich erklären musste. Wie schön, das finde ich toll. Erziehung macht da so viel aus, ne? Ihr denkt dran, wenn ihr auch kleine Kinder da zu Hause habt, was ihr denen vermittelt, ob man immer nur Hochzeit spielt mit Mann und Frau oder auch nur Kinderbücher, wo immer nur diese heteronormativen Beziehungen gezeigt werden oder ob man da sich vielleicht auch mal irgendwie was mit den Kindern anguckt, was gleichgeschlechtliche Beziehungen zeigt und sowas. Es gibt ja heute alles. Es gibt ja heute alles. Es ist eure Entscheidung als Eltern, was sie daraus macht und was nicht. Ist so. Und wie war dir? Auch mega gut. Also meine Eltern waren da auch immer sehr, sehr locker und... war ich echt auch dankbar. Da haben wir echt, ja, haben wir, können wir sehr, sehr dankbar sein, ne?
Aber so soll es halt eigentlich laufen. Genau. Also sei dankbar, aber es sollte eigentlich absolut normal sein. Ich habe eine Tante, also sie hat das nicht schlecht genommen oder so, aber sie kann das immer noch nicht verstehen. Ihre erste Reaktion, ja, und wie hast du Sex mit, was machst du mit einer Frau? Cut. Immer sie, diese Frage. Sie können, was macht ihr denn mit einer Frau? Es fragt doch auch keiner, lutscht du gerne Schwänze oder wie tief kannst du in den Mund nehmen? Mir glaubt doch kein Schwanz, Mann. Ich meine, es ist auch sehr intim, Entschuldigung, ist auch sehr intim, das immer so zu fragen, so, ja, wie geht das denn? Ich würde sogar eher sagen, dass dadurch, dass es halt auch Spielzeuge gibt und Finger und so, dass eine Frau mir schon irgendwie alles geben kann. Ja. Denkt ihr, Hetero-Paare benutzen keine Spielzeuge? Die kann doch Mann und Frau benutzen, also... Oder bin ich da jetzt falsch unterwegs? Jeder hat einen Arsch, oder? Und du hast nichts zu befürchten. Und genau. Mann aber nicht, weil Mann kann mir niemals das geben, was eine Frau mir gibt. Was geht ab hallo? Okay, naja, wenn ihr meint. Wenn ihr meint, ja, Männer. Dick können wir selbst, können wir kaufen. Es gibt Strap-Ons in jeder Sorte. Come on, das ist genauso wie würde jetzt ein Mann sitzen und sagen, ja, ein Taschenbonbon kann ich mir kaufen, gibt's in jeder Sorte. Ja, ich merke bei Caro auf jeden Fall immer stärkeres Interesse und ich möchte wissen, was da noch passiert. Und jetzt ist ja auch vorbei mit Stand-Up-Paddling, die gehen zurück. Und Jasmin Amelia hat jetzt mal so das erste Mal nach dieser ganzen Situation die Gelegenheit, die Sache nochmal anzusprechen von gestern. Den Kuss. Ich wollte mich nochmal bedanken für deine Entschuldigung. Also, nein, es ist alles gut. Ich glaube, das war ein ganz guter Schritt für mich, einfach darüber positiv zu denken, wenn solche Situationen passieren. Ich weiß schon jetzt, ihr werdet ausrasten in den Kommentaren und ihr ihre eigenen Worte nicht glauben. Ja. Thema beendet. Für mich ist das Thema durch. Ich habe da einen Haken hintergesetzt. Ich ziehe einfach das Positive draus und dann ist da auch kein Wort mehr darüber gefallen, was ich gut fand. Sie sagt selber, da ist kein Wort mehr darüber gefallen, was ich gut fand. Also ich glaube, die weiß genau, was sie da tut und was sie für sich selbst tut, also wie sie für sich selbst einsteht, ist meine Empfindung von ihrem Verhalten. Dass sie meine Entschuldigung angenommen hat, ist mir total wichtig, weil mir das doch sehr auf dem Herzen lag und ich habe jetzt auf jeden Fall eine gewisse Erleichterung in mir. Ja, komm, das ist mir jetzt zum Beispiel egal, weil sie hätte den Fehler einfach nicht begehen müssen. Aber ja, Menschen machen Fehler und der Fehler war auch hammerhart. Punkt. Hanna, hast du mal Bock mit mir ein bisschen zu quatschen? Mhm. Gerne. Sacho. Okay, gucken wir uns das mal an. Ich fand es bei dir am Anfang immer schwierig einzuschätzen, ob du wirklich Interesse an dir? Ja. Ich weiß, ich weiß. Deswegen habe ich auch gesagt, so, ja, ich muss auch mal so auf dich zugehen. Und ja, ich muss halt echt, ja, mich ein bisschen ändern über meinen Schatten. Gas geben. Ja, muss ich. Ist halt so, ne? Ja, ist halt so, ne? Süß, dass du das sagst. Ja. Ich finde das ein süßes Gespräch, die beiden, oder nicht? I like. Ich glaube, Hanna wollte nur so auf den kommen, wir gehen zurück und Sacho. Die Umarmung, die lasse ich mir nicht hingehen. Nicht so doch, der macht nicht so leicht. Wie fühlst du dich generell? Ja, ich freue mich, dass ich jetzt wieder dabei sein konnte beim Date. Oh, jetzt hier Laura. Sehr, wie soll ich sagen, dünne Stimme. Also auch nicht jetzt hochbegeistert oder was? Gucken wir mal. Und ja, ich würde mich auch freuen, wenn wir noch ein bisschen mehr Zeit nochmal in Form von einem Einzeldate irgendwie verbringen können. Weil eine Happy Hour ist halt auch immer so, ja, schwierig. Fühlst du dich denn bei mir wohl? Ich fühle mich echt so wohl in deiner Nähe. Das ist echt eine Frage, die muss ich auch mal mehr an den Leuten stellen. Habe ich noch nie gemacht, aber irgendwie echt interessant zu wissen. Fühlt sich eigentlich bei mir wohl? Wenn die sagen, nein, das mache ich dann. Wenn nicht, ist deine Schuld, nicht meine. Und ich mir fällt es immer schwierig, über sowas zu reden. Warum fällt dir das schwer? Normalerweise kannst du immer über alles reden. Ist okay, normalerweise. Wir reden doch ständig, stundenlang. Wo? Ich rede immer über alles und ich bin immer offen, was alle anderen Dinge angeht. Und rede da wie so ein Wasserfall. Aber irgendwie, wenn es so darum geht, wenn ich so ein... Wenn es so darum geht, ein bisschen deeper, nicht diesen Alltagstalk, da habe ich nichts zu sagen. Ja, ich freue mich. Er kennenlernen will und ja, ich irgendwie... Brauchst du Zeit, dich zu öffnen? Ja, brauche ich Zeit, mich zu öffnen. Und das ist halt, deswegen war ich halt, bin ich auch wahrscheinlich so lange Single. Mhm. Weil es mir halt einfach schwer fällt irgendwie. Aber ja. Es ist absolut okay, wenn ihr euch nicht öffnen könnt, dann ist das so, period. Aber es wird eine Person kommen, die das akzeptiert, denke ich. Weil es gibt genug Leute, die sehr lange brauchen, um sich zu öffnen. Und wenn ihr dann vielleicht so eine Person habt, dann könnt ihr euch ja
alle Zeit der Welt nehmen, euch kennenzulernen, weil keiner diesen Druck verspürt von, was ist das eigentlich, labeln wir die Sache, sind wir in einer Beziehung, wie geht es weiter, sind wir exklusiv. Wisst ihr, wie ich meine? Das macht dir dann auch wieder neuen Druck. Ich fühle mich auch wohl in deiner Nähe. Das ist auch sehr schön zu hören. ja. Komisch irgendwie mit den beiden, ne? Also die sollen rumlecken, sollen sie machen. Ich glaube, beide finden es auch toll, aber ich sehe die absolut nicht zusammen. Brutal. Komm mal her. Was? Was? Ach krass, ja, die anderen sehen das. Ja, super. Sehr gut. Schwierig, schwierig. Ich denke, bei Laura ist es so, dass sie Zeit braucht, um loszulassen. Aber ich möchte ihr total diese Zeit geben, weil ich mich einfach bei ihr unglaublich wohlfühle. Naja, im Endeffekt ist es ja auch irgendwie ein Zeichen von ihr, dass sie dann küsst. Ne? Also so, sie kann ja jetzt nicht mit Druck erzwingen, dass sie sich mit Worten öffnet, aber ihr schon mal das Gefühl geben, kein Problem, nimm dir die Zeit, ich finde dich trotzdem toll, gib mir mal einen Bussi. Eigentlich auch ganz schön. Und wie geht's dir? Ja, mir geht's sehr gut. Tatsächlich. Ich finde es sehr schön, das ist ein perfektes Date. Ja, kannst du dir vorstellen, dass es mir gefällt. So. Wieso? Kann sie sich das vorstellen, dass es dir gefällt? Warum? Ach. Weil ihr euch so gut kennt, oder? Wie geht's dir nach dem Übernachtungsdate? Ja, also ich fand's schön, dass wir so locker miteinander gesprochen haben. Das war für mich wichtig, ich habe das richtig gebraucht. Ja. Und ich finde, mit dir kann man richtig gut reden. Du bist ein Mensch, den kann man sich extrem öffnen. Und das ist mir total wichtig bei einem Menschen. Ja, das war's mit dem Gespräch von Paula und Hanna. Heute wird hier nicht rumgeleckt oder sonstiges. Ich weiß nicht, ob der Paula das so gut gefällt, bin ich ehrlich mit euch. Also ich würde mir halt schon von Hanna wünschen, dass sie einfach mal mehr auf mich zukommt und so ein bisschen mehr über mich erfahren will. Also was macht mich aus, wofür brenne ich, was sind meine Leidenschaften so, und das, an den Punkt kommen wir halt nicht. Das verstehe ich nicht, wenn man bei jemandem übernachtet, also das ist doch der Punkt. Was haben die denn geredet? Das ist irre. Naja, das Date ist jetzt auch vorbei und eine darf bleiben. Wer ist es? Aber wir, Caro, sehen uns später nochmal wieder. Echt, ja? Ja, wenn du Lust hast. Ja, ich freue mich. Oder hast du keinen Bock? Doch, ich hab Bock. Geil, ich freue mich. Das finde ich mal richtig cool, weil ich finde, Caro mega. Die hat's einfach drauf. Die Alte, muss man sagen, allein schon ihr Spruch mit 30 Millionären. Sag ich, grüne Fahne, die Frau hat Ziele, Ambitions, I love it. Ich habe mich für Caro entschieden, für das Einzeldate, weil ich Caro unbedingt kennenlernen möchte. Sind wir schon mal zwei. Ja, es kann ja schon sein, dass wir uns auch ein bisschen näher kommen würden, was mich auch freuen würde tatsächlich, weil ich merke, da schon ist so eine Anziehung vorhanden und wir werden sehen, was passiert. Der Rest ist zurück in der Villa. Caro fehlt! Ja, natürlich bin ich enttäuscht. Ich habe schon festgestellt, andere hatten irgendwie schon drei Dates und ich habe halt ein Date gehabt. Man fragt sich natürlich schon ein bisschen, okay, warum ist das so? Und danach hat sie dann nochmal einzeln ausgepickt, die eine zum Talken, die andere zum Talken und knutschen. Höchstet, der hat gesessen bei Jessie, ne? Die denkt sich, kommt sie morgen. Wie waren eure Gespräche mit Hanna? Meins war kurz und wir haben wenigstens über uns gesprochen. Sie hat nur halt wieder das übliche, ich fühle mich wohl mit dir. Vielmehr dabei ist jetzt für mich nicht rumgekommen heute. Aber ganz ehrlich, mein Zacki, der lacht noch so darüber. Was soll sie denn sagen? Sie will dir doch einfach nur im Endeffekt da eine Bestätigung geben, von wegen, alles ist noch gut zwischen uns beiden. Ich fühle mich immer noch wohl. Wir können genau da weitermachen, wo wir aufgehört haben. Was erwartet Paula sich da bei einem einminütigen Gespräch? Auf einem Gruppendate? Also beim Gruppendate mit Hanna wurde mir auf jeden Fall klar, dass Hanna nicht so auf mich eingeht, wie ich mir das erhofft habe. Hallo? Bärchen, wie war's bei dir? Ja, wir haben eigentlich auch den Abend vom Gestern auch ein bisschen Revue passieren lassen und auch drüber gesprochen. Und dann hat sie dich geschnappt, oder was? Eigentlich haben die gar nicht viel geredet, ne? Dann hat sie mich geschnappt und dann hat sie Knutschi-Knutschi gemacht. Dass Laura natürlich sich immer wieder so ihr Knutschi abholt, natürlich macht das für mich auch die ganze Situation schwieriger, weil für mich bedeutet das halt schon recht viel. Ja, aber du bist einfach ehrlich und das ist super. Und wie war's mit Caro? Wie? Caro hat ordentlich gehauert schon, aber ja, ist die ganze Zeit sehr Gas gegeben. Ich habe immer gesagt, wir haben mit 30 Millionär. Ja, ich glaube, die beiden haben schon Bock aufeinander. So. Ja, natürlich. Ja, haben die doch alle, ey. Außer hier Dora und Paula. Natürlich, das gefällt mir nicht, wenn sie mit anderen so ein bisschen rumshakert oder auch
Küsse austeilt. Ja, ich kann sie komplett verstehen. Und wer jetzt hier sagt, da machst du bei so einer Sendung nicht mit, dann mach du doch mal damit, ganz ehrlich. Du bist richtig hart abgefuckt, Baby, ha? Huh? Ah? Ich abgefuckt? Ehrlich sein. Ja, keine Ahnung. So, was bin ich hier denn eigentlich? So, ich bin hier so, ja. Ah, ich finde es aber auch ein bisschen hart. Guck mal, die sehen doch, dass es ihnen nicht so gut geht. Und jetzt wollen die ganze Zeit immer so weiter. Und einfach nur hören, ja, ich bin eifersüchtig und mich verletzt das alles von Hannah oder was. Also, lasst sie doch. Es ist dann einfach ein dummes Gefühl zu wissen, dass man nicht die Einzige ist und dass man halt irgendwie das trotzdem teilen muss. Und dann muss man das Ego einfach extrem zurückschrauben. Ja. Für mich ist das Schlimmste, wenn jemand meinen Charakter nicht checkt und nicht checkt, dass ich lustig bin und weißt du, also wie ich bin, ja, das nervt so. Mich einfach voll. So null Coolness, weißt du, so null, ich fühle mich null cool. Mhm. Ehrlich gesagt, ich will halt nicht nur als irgendwie eine attraktive Frau hier irgendwie auftreten, die dann mit ihr ein bisschen knutscht, sondern ich will schon auch, dass sie auch checkt, wie ich bin. Du machst es immer besser. Nee. Klar, vielleicht, keine Ahnung, will sie jetzt sich nicht so direkt festlegen auf irgendeine. Es geht nicht um Festlegen. Das geht für mich über, es geht einfach auch um Wertschätzung. Es geht für mich einfach um mein persönliches Ego. Period. Und ja, es geht hier nicht um Hannah, es geht hier genauso um mich. Ja. Es geht mehr um mich. Eiskalt, ne? Und Dora sitzt so dabei. Und sieht so, ich bin einfach ein egoistisches Schwein. Es geht wirklich nur um mich. Nein, es sollte ja auch so, nur um sie gehen. Aber im Endeffekt. Ach, ich sag schon wieder so oft, im Endeffekt, der ist nervt mich. Rote Fahne. Nochmal für mich selbst. Aber. Sie wusste ja, worauf sie sich da einlässt. Also, keine Ahnung, irgendwie ist es jetzt alles nicht so nach ihrem Plan verlaufen. Und sie denkt sich so, ja gut, dann habe ich auch keinen Bock mehr. Also weiß ich nicht, was will die? Ich bin halt einfach gerade an einem Punkt, wo ich sage, mir geht's nicht gut. Ja, und warum geht's ihr nicht gut? Weil sie nicht genug Aufmerksamkeit von Hannah bekommen hat jetzt beim Date. Ach, ist doch auch okay, dann können sich ja auch Gefühle ändern und so. Aber, ach, weiß ich nicht. Was wäre passiert, hätte Hannah sie vielleicht geküsst? Oder was wäre passiert, hätte Hannah sie gefragt, wofür brennst du eigentlich? Hätte es alles geändert? So, und ich fühle mich unwohl. Und deswegen war es für mich jetzt klar, ich muss jetzt irgendwie was tun. Dann tu nur mal was. Wir gucken zurück zum Date, zum Einzeldate. Hannah und Caro. Na? Hallo. Und dann noch der Prosecco dazu. Also ich meine, das hätte von mir kommen können. Also ich check's nicht, ne? Die ist angezogen wie eine Zahnarzthelferin mit ihrem pinken T-Shirt und der weißen Hose. Und da frage ich mich schon wieder, als ob die so rumläuft im echten Leben. Das kann mir keiner erzählen. Zeig mir ein Beweisfoto. Sieht gut aus. Du auch. So lacht jemand, ne? Das ist brutal provokant. Guck mal, wir hatten bisher erst ein einziges Einzelgespräch. Das war bei dem Gruppendate. Ja. Das war wirklich mal ein Moment, wo wir alleine miteinander gesprochen haben. Mhm. Und trotzdem hat es immer gewiped. Also ich kann da nur von mir sprechen. Aber nee, das ist auch von meiner Seite so. Ganz oft geht es auch gar nicht darum, was du einem Menschen sagst, sondern welches Gefühl du ihm gibst. Mhm. Das stimmt. Das ist ein bisschen deeper, aber ich würde mal sagen, das stimmt. Ich habe jetzt keinen Bock, das irgendwie zu zerdenken, ganz ehrlich. Mein Kopf ist leer, ich gucke hier Trash-TV. Ich hoffe, wir sind alle fein, runterschlucken und gut ist. Und das ist bei uns beiden gerade das beste Beispiel. Mhm. Wir sagen, oder wir haben jetzt noch nicht viel zueinander gesagt, aber das Gefühl, was wir uns geben, das ist das, woran du dich erinnerst. Mhm. Das klingt eigentlich jetzt im Endeffekt ein bisschen wie so ein Spruch, den du ins Freundebuch schreibst. Merke ich mir. Ich fühle mich bei ihr unglaublich wohl und ich habe bei ihr immer ein sehr starkes Gefühl von diesem Beschützerinstinkt irgendwie, dass sie einem einfach dieses Gefühl gibt, dass sie einen gerne auch beschützt und gerne Sicherheit gibt. Und ich kann mit ihr extrem offen über alles reden. Ich finde, das ist ein tolles Gefühl. Also vor allen Dingen, weil Hannah ja oft bei den Mädels ein bisschen ausstrahlt, als wäre sie die Dominantere und sie diejenige, die so ein bisschen aufpasst und so. Und dass sie sich jetzt so fallen lassen kann, ist toll. Ich hoffe, Caro kann sich auch mal fallen lassen. Ja, du warst so vom Äußerlichen her einfach nicht mein Typ. Aber ich habe dich halt immer mehr und mehr kennengelernt. Und ich finde dich als Mensch mega schön. Und ich finde, du hast eine krasse Ausstrahlung. Und du hast auch krasse Blicke. Und du hast auch sowas richtig extrem Sensibles einfach. Da
toll. Die wählt für Caro, das ist doch klar. Ich merke bei Caro total, dass ich die Kontrolle abgeben kann. Und das liegt, glaube ich, auch sehr daran, dass sie so unabhängig ist und einfach eine sehr extreme, starke Frau mit sehr viel Selbstbewusstsein und auch, glaube ich, sehr viel Selbstliebe. Und das macht auch ihre Ausstrahlung aus. Und deswegen hat man kein Unwohlgefühl bei ihr, überhaupt gar nicht. Ich finde, ich heul gleich. Das ist so ein tolles Kompliment. Und Hanna ist so ehrlich, sie sagt es einfach straight raus. Und das ist, also es ist erstens selten, dass Leute etwas so gut auf den Punkt bringen können, wie sie fühlen, wie sie jemanden empfinden und so. Das dann auch noch auszusprechen, ist einfach hammermäßig, Leute. Du gibst mir auf jeden Fall von allen dort am meisten Sicherheit, muss ich sagen. Und so ein Gefühl irgendwie von Vertrautheit. Hanna ist wirklich eine präsente Person. Und mir ist es wichtig, das empfinde ich bei ihr, dass sie sich auch einfach mal fallen lassen kann. Und genau das habe ich gemacht, dass sie sich einfach mal fallen lassen kann, in meine Arme, einfach mal auch wirklich sie selbst sein kann, auch sich auch mal auslassen kann. Und vor allem auch das Gefühl hat, das ist hier mein safe place. Jeder braucht eine Caro. Ich glaube, du wärst auch, wenn ich im Haus wäre, wärst du einer der Menschen, mit dem ich immer über alles quatschen würde, wenn ich irgendwelche Probleme habe. Und du strahlst auch etwas Außergewöhnliches aus, finde ich. Dankeschön. Dankeschön, oh Gott, ey. Toll. Du fällst auf unter einem Haufen von Menschen. Finde ich schön. Ihr wird nämlich jetzt geknutscht. Ja, und das ist ein Kuss, also wie im Fernsehen. Wie im Fernsehen. 1A. 1A. Die knutschen auch voll lang, ne? Könnt ihr euch gerne angucken. In voller Länge. Es ist wild. Also ich sehe da Leidenschaft ohne Ende. Das gefällt mir. Diese kleine Nacken-Gesicht-Massage beidseitig dazu. So stelle ich mir einen leidenschaftlichen Kuss vor, bin ich ehrlich mit euch. Diese Frau. Was denkst du? Ja, tatsächlich bin ich gerade ein bisschen sprachlos. Nicht wirklich. Schön, dass du da bist. Vielleicht übertreibe ich jetzt ja auch und mache jetzt irgendwie ein Fass auf für irgendwas, was überhaupt alles gar nicht so dramatisch ist, aber... Wir sind zurück in der Villa. Paula weint. Es gibt auf jeden Fall ab und zu echt Situationen, in denen ich mich einfach echt nicht wohlfühle. Aber welche? Erzähl es mir genauestens. Da kann ich dir vielleicht helfen. Nach so einem Date habe ich dann auch wieder das Gefühl, ich bin halt irgendwie eine Nummer. Aber ich habe an keinem anderen Tag ein anderes Gefühl gehabt, als einfach irgendeiner von vielen zu sein. Nimm oder lass. Ich weiß auch überhaupt nicht, warum ich heule, aber das ist einfach... Oh. Ich würde jetzt gerne mit dir eine Radtour machen. Ich habe es mir jetzt dreimal angehört. Ich höre, ich würde jetzt gerne mit ihr eine Radtour machen. Nicht mit dir. Aber wie auch immer, ist es eigentlich auch eine absolut unwichtige Information. Guck mal her. Ich bin auch so ein bisschen zwiegespalten in Bezug auf Hanna, in Bezug auf Dora. Ja, und auf der Rückfahrt habe ich dann einfach nochmal gemerkt, dass es da vielleicht einfach so ein paar Dinge gibt, die mit der Hanna einfach nicht passen, die halt aber mit Dora passen. Ah, also hat sie gemerkt, die Hanna will mich nicht, nehme ich jetzt die Dora. Oder was? Das ist auf jeden Fall keine Memme. Und dann hat es mich so ein bisschen übermannt, die Gefühle. Mein Eindruck war so, dass Paula und Hanna irgendwie an so einem Punkt vielleicht gerade stagnieren, dass die beiden sich nicht wirklich jetzt so persönlich näher kennenlernen. Also tut dir das weh zu merken, dass sie nicht so ist wie jemand, den du gerne hättest? Sie antwortet da nicht drauf. Wenn du nicht hier wärst, wäre es wahrscheinlich auch noch mal anders. Paula ist für mich auch so. Das wissen die doch. Tut doch nicht so, meine Güte. Ich weiß, ihr findet die alle total süß, ne? Bisschen süß finde ich die auch, aber ich finde es auch ein bisschen unnötig, weil ich, also von Dora überhaupt nicht. Ich glaube, die ist komplett verknallt, ne? Die denkt sich, boah, ich finde Paula ganz, ganz toll und so. Halt ein bisschen unfair, der Prinz gegenüber, aber ist mir auch ein bisschen egal. Bei Paula, die weiß ich nicht, was die da abzieht. Ich weiß nicht, ob mir das gefällt, muss ich euch echt sagen. Bin ich noch nicht sicher. Aber ich hatte auch schon irgendwie relativ lange so... ja, in mir gelassen und auch ein bisschen verdrängt, dass ich Dora eigentlich auch sehr, sehr toll finde. Oder vielleicht auch toller.
Vor allen Dingen habe ich es gestern verdrängt, als ich auf einmal horny war wie Nachbars Lumpi, mir die Hanna geschnappt habe, hoch, und dann habe ich sie geküsst. Einfach so. Einfach habe ich sie abgeknutscht. Ist mir doch kackegal, dass Dora unten sitzt. Ach Mann, wisst ihr, wie ich meine? Das passt doch nicht zusammen. Ich war hier halt für die Princess so und ich brauche mir einfach nichts in der Tasche lügen. So, sie ist es, sie ist nicht die Frau an meiner Seite, definitiv nicht. Aber es ist kein Problem, sie hat jetzt Dora, ne? Von daher. Okay, schön. Und deswegen denke ich halt, ja, vielleicht muss ich dann halt auch einfach ehrlich sein und sagen, ja, dann muss ich halt einen Abgang machen, weil ich dich halt einfach schon richtig doll toll finde. Mann, ja gut, das war schon süß, aber ich weiß nicht, irgendwie deep down in my heart, I still love you. Nein, ich kann das irgendwie nicht so richtig glauben. Weiß ich nicht wieso. Für mich ringt da irgendwie eine kleine rote Fahne schwingt da in meinem Hinterkopf. Weil ich mir denke, es passt jetzt einfach gut für sie. Ach, ich weiß es nicht. Es klingt für mich irgendwie alles ein bisschen unreal. Ich bin gerade so überwältigt von allem, weil es fühlt sich so krank richtig an. Es fühlt sich so gut an und das bedeutet einfach mega viel. Dann ist time to say goodbye von mir auf jeden Fall. Ja, tschüss. Mann, nee, ich mag Paula und so, ne? Ich finde, die ist eine coole Socke. Ich bin halt ein bisschen unschlüssig, was ich hier glaube und was nicht. Oh Mann, ey. Komm jetzt her. War halt auch schon ein bisschen verliebt, als ich dich gesehen habe. So, wir gucken zurück zu Caro und Hannah. Willst du irgendwann mal heiraten? Ich? Hm? Ja. Gut, ich nehme mich auch. Aber nicht in der Kirche. Nee. Am liebsten am Strand. Und ein freier Trauredner. Krass, die Frau hatte genau die gleichen Ansichten wie ich. Die schätzt dieselben Werte. Die will heiraten, nicht in der Kirche und am Strand. Plus die sexuelle Anziehung, die bei uns beiden da zweifelsohne definitiv besteht. Was sind denn eigentlich deine Macken? Mhm. Ich finde es voll wichtig, die Macken eines Menschen kennenzulernen. Mhm. So schnell wie möglich, dass du weißt, ob du mit ihnen leben kannst oder halt nicht. Ich bin vergesslich. Die ist vergesslich? Was keine Entschuldigung ist für die Sache mit Amelia, aber vergesslich, besoffen. Im Adrenalinrausch, weil da 5 geile Ärsche für dich vorher getruckt haben. Keine gute Kombination, um sich daran zu erinnern. Nein, Paula, lass es jetzt. Ich reg mich unglaublich schnell über Sachen auf. Ich bin so ein richtiger Stressmensch. Echt, ja? Ja. Ich bin mir die Prinz, das kann es sein. Ich bin sauvergesslich, ich reg mich unfassbar schnell auf. Was auch mit der Vergesslichkeit zusammenhängt, ne? Das müsst ihr auch so sehen mal. Aber ich hab's unter Kontrolle. Du lügst atemberaubend gut. Also ich habe das versucht schon runterzuschrauben und zu kontrollieren. Wie machst du das? Mit Gedanken. Versuchen positiv zu denken ist für mich extrem wichtig. Und seitdem ich das mache, hat sich mein Leben komplett geändert und es sind sehr viele positive Sachen passiert. Period. Period ist auch mein Secret. Du hast angezogen. Ja, genau. Du hast es das angezogen, genau. Was du einfach auch gedacht hast. Genau, und das ist einfach so passiert. Ohne die Türen haben sich einfach so geöffnet, ohne dass ich großartig was machen musste. Und das einfach nur durch positive Einstellung. Ja. Einfach nur durch positive Einstellung kann ich jetzt nicht unterschreiben, aber doch, es trägt auf jeden Fall sehr zu einer ganzen Menge bei, ne? Kann man so sagen, kann man so sagen. Ich weiß, viele halten das für Hokuspokus, aber ich denke mir immer so Energien, das ist doch wissenschaftlich bewiesen, dass es die gibt. Sie ist ein sehr offener Mensch und ich habe überhaupt gar keine Angst, ihr irgendwas zu erzählen, weil ich weiß, sie wird nicht komisch von mir denken, sondern sie wird sich einfach denken, boah, krass, danke, dass du dich mir so geöffnet hast. Total, gerade bei so einem Thema, ne? Ich kenne auch genug Leute, würdest du denen das sagen, die würden sagen, okay, und sonst so, wie läuft's in der Therapie? So auf denen, wisst ihr, weil die denken, was laufst du für eine dumme Scheiße, Alter, geht's dir gut? Und dieses Gefühl habe ich bei ihr eigentlich schon von Anfang an gehabt, seit dem ersten Gespräch, das wir hatten. Ich finde aber auch, dass Caro so ein sehr positives, so eine positive Aura hat und ausstrahlt. Aber hallo. Auf den Moment. Also, ich hätte nicht gedacht, dass ich mit dir so tollen Deep Talk haben kann. Wenn ich das immer höre, ah ja, wir haben ganz oberflächlich miteinander gesprochen, über die, da. Hört sich ja gut an. So, nee, also es ist jetzt nicht schlimm. Also ich finde es einfach wirklich schön, als ich nicht gedacht hätte, dass wir so einen Deep Talk miteinander haben können. Doch, ich habe das schon gedacht. Also besonders mit dir. Ich liebe das. Wahnsinn. Die Zeit vergeht aber auch echt. Es vergeht sehr schnell, ja. Es ist nämlich jetzt leider vorbei, das Date. Ja. Deswegen muss man wirklich jeden Moment genießen. Aber ich habe es hier mit dir sehr genossen. Ich fand es auch sehr schön. Sehr angenehm. Ey, wie die Caro trinkt, ne? Das will ich jetzt mal probieren.
Also so, die nimmt das irgendwie am Boden, das Glas. Ja, das sitzt natürlich schwer mit der fetten Tasse. Aber so, oder? So trinken Leute, die Style und das Geld haben. Jetzt noch ein richtig schöner Abschiedskurs. Das war ein tolles Date, das hat mir so gut gefallen. So wünsche ich mir auch ein Date. Also ganz ehrlich, mit diepen Gesprächen keine dumme Scheiße. Und da muss ich jetzt zum Beispiel sagen, Hanna hat sehr, sehr viel über Caro kennengelernt. Genauso Caro über Hanna. Das war ja bei Paula und Hanna zum Beispiel nicht so. Aber es ist ja auch immer eine Dynamik zwischen zwei Menschen. Vielleicht gibt ja Paula ihr diese Dynamik gar nicht. Ich meine, was macht sie? Sie nimmt sie hoch, zieht sie ins Zimmer, knutscht mit ihr und dann wieder tschüss zu den anderen. Also, wisst ihr, wie ich meine? Was macht er die ganze Zeit so komische Geräusche? Von dem, wie ihr Lebensstil ist und von dem, wie sie charakterlich ist, kann ich mir das sehr gut vorstellen, dass wir eine Beziehung führen könnten, auf jeden Fall. Schön. Es fühlt sich sehr, sehr schön an, die Nähe, die sie mir gibt, die Wärme. Also es war wirklich, es war absolutes Traumdate. Absolutes Traumdate mit Happy End. Wie mit Happy End? Haben wir da was verpasst? Oh, von Ronson. Naja, sie ist jetzt auch zurück in der Villa. Beziehungsweise, nee, wir gucken jetzt erstmal zurück in die Villa. Ich gehe nach Hause. Ach krass. Ja, Paula muss natürlich den Mädels jetzt erstmal Bescheid sagen, was der Plan ist, ne? Oh Gott, ja, jetzt. Ich glaube, es ist schon länger da, aber es hat auch mit Dora zu tun auf jeden Fall. So, ich habe für Dora auf jeden Fall mehr Gefühle als für Hanna. Und dann kann ich besser durch. Das war mir gar nicht bewusst. Nee. Das haben wir auch nicht so ausgelebt und werden wir auch hier nicht tun. Aber also ich kann ja nur für mich sprechen. Dora muss für sich alleine sprechen. Aber ich habe auf jeden Fall Gefühle für Dora. Sie muss nur für sich sprechen. Mann, ich bin echt eine Miesmuschel. Es tut mir jetzt voll leid, weil super viele die geschippt haben und super viele gesagt haben, sie gucken das nur noch wegen Dora und Paula und sie wünschen sich, dass da wenigstens noch ein Happy End ist. Alles andere finden die mega scheiße an der Staffel. Und ich sehe das halt überhaupt nicht so. Und es tut mir auch leid. Aber ich kann doch hier nichts erzwingen. Wer denkst du, wer du bist? Alter. Und es liegt halt schon auch daran, dass ich halt wirklich, also wenn ich Dora angucke, ist da auf jeden Fall für mich mehr so als für Hanna. Aber ich merke halt einfach, dass wir nicht viben. So, ich glaube, wir haben einfach nicht in allen Bereichen irgendwie eine ähnliche Ansicht. So, also in vielen auf jeden Fall nicht. Sagt sie, aber sagt auch, dass sie Hanna überhaupt nicht kennt und Hanna sie überhaupt nicht kennt. Woher will sie das dann wissen? Welche Ansichten meint sie denn? Wisst ihr, wie ich meine? Das klingt alles ein bisschen nach Ausreden. Und das mit Dora kommt dann doch auch noch ganz gut gelegen. Dass sie nicht wie die ganz Blöde hier geht, sondern sie nimmt sich Dora oder was weiß ich, ne, geht wegen Dora und bricht der Princess damit noch ein bisschen das Herz und ist dann irgendwie die Gewinnerin der Show. Ach, nein! Gewinnerin der Herzen so mäßig. Wisst ihr, ich meine, es kommt ja auch gut an bei euch. Ihr glaubt sie alle. Mann, ich bin so ein Arschloch. Dann wirklich halt einfach dein Maul. Und das ist auch okay. Ja. Aber deswegen will ich halt nach Hause so. Ich brauche es hier nicht künstlich in die Länge ziehen, wenn ich mich einfach nicht wohlfühle damit. Ich merke halt einfach, dass es mir nicht gut geht, wenn ich halt so doll gegen das... Oh, das verrückt mich gerade so sehr. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Oh Mann, jetzt weint Paula ein bisschen. Vielleicht stimmt es ja doch alles, was sie sagt. Naja, ich glaube, es stimmt auch irgendwie, aber sie sagt uns halt nicht die ganze Wahrheit, dass sie das mit Hanna nicht mehr will, weil sie das Gefühl hat, es ist nicht gleichmäßig, also gleiche Art von Anziehung oder was weiß ich. Oder dass sie sich da einfach mehr erhofft oder so. Ey, das sind alles nur Unterstellungen von mir, ne? Ich muss mich, glaube ich, selber nochmal reflektieren, was ich hier überhaupt rede. Das war's. Ist okay. Ich finde es extrem schön, wenn jemand hier die Liebe findet. Die Hauptsache ist, Liebe steht im Vordergrund. Ja, ihr habt doch recht. Ihr habt doch recht, aber dann muss es halt auch stimmen. Weil ich habe halt das Gefühl, das ist eher wie so eine zweite Wahl, also Dora für Paula. Hallo. Hallo. Dora, wie fühlst du dich? Gut. Gut, gut, gut. Ach, Leute. Was denkst du gerade? Bleibst du hier? Nee. Du gehst auch? Oh ja, ja. Oh Gott, wie süß ihr seid. Ach krass. Na gut, ihr seid süß, aber ich bin doch ein bisschen süßer. Wenn man das jetzt so betrachtet, dass Paula meine Konkurrentin natürlich auch ist, beruhigt es schon. Oh Gott. Wäre jetzt gelogen, wenn ich Nein sagen würde.
Die wollen die echt hinstellen als die blöde Eifersüchtige, ne? Aber ich find's alles vollkommen okay, was die sagt. So, jetzt ist auch Caro zurück und erzählt vom Date. Ja, wir haben einfach wirklich einen geilen Talk gehabt. Und da war halt mal kurz ein Moment der Ruhe und dann haben wir uns beide auch geküsst. Das sitzt wieder tief bei Jessie. Caro ist eine sehr charmante Person. Also ich weiß auch, dass sie ganz genau weiß, wie sie wirkt und auch auf die Princess wirkt. Und ja, die Karten sind jetzt neu gemischt. Wir werden sehen. Und was ich halt auch sehr schön fand, ist, dass sie mir auch gesagt hat, dass ich am Anfang so gar nicht ihr Typ war. Trotzdem muss sie einfach sagen, dass sie meine Präsenz extrem spürt. Deswegen hat sie sich auch gerne auch in meinen Arm reingelegt, weil sie es für sich einfach ein Sicherheitsgefühl ist. Ich finde das so toll, ne? Auch das Caro nicht. Ich glaube, es gibt genug Leute. Ich kann nicht mal, guck mal, wie ich die Fahne halte. Wer bin ich? Ich glaube, es gibt genug Leute, die sagen würden, oder das Kompliment, was danach kam, gar nicht mehr annehmen können, weil sie eigentlich nur noch hören, ich bin nicht schön genug oder ich bin nicht ihr Typ. Wisst ihr, der Rest, der kommt da nicht mehr so richtig an, weil die das schon viel zu persönlich nehmen. Aber das ist so ein Quatsch. Das ist wirklich so ein Quatsch. Das ist wirklich... Ach Leute, ihr müsst euch öffnen in der Liebe. Ihr müsst das mit diesen Oberflächlichkeiten beiseite legen. Und ich schwöre euch, ihr werdet die perfekte Person für euch finden. Nee. Da kann jetzt haben wir auch noch was Kleines. Oh, was habt ihr denn gemacht? Ich auch noch was mit denen. Dora und ich werden heute gehen. Echt jetzt? Ja. Geil! Oh Gott, das ist gut! Na gut, Caro freut sich. Zwei Mädels weniger. Warum ich hier die Fahne schwinge? Keine Ahnung. Denkst du, dass du keiner verletzt? Nee. Denkst du nicht? Mhm. Denk ich bin ziemlich sicher. Ja. Okay. Denke ich nicht. Ich denke aber sowas vor. Das wird so für die aus dem Nichts kommen, Alter. Sie so, nee, Hannah hat keine Gefühle. Ja, ich hoffe. Also ich glaube tatsächlich, dass Hannah vielleicht nicht damit rechnet, weil wir natürlich auch schon die letzten Tage uns auch schon geküsst haben. Aber es ist mir egal. Ich glaube oder ich kann mir halt nicht vorstellen, dass das für sie anders emotional war als für mich, weil ich glaube, das hätte ich schon gespürt. Aber für sie war es doch voll krass emotional, bis halt jetzt zum letzten Date. Meine Mama ist ein Mensch, dass ich keine Geheimnisse halten kann. Das ist ja wieder ein Deep Talk, ne? Ich leb's. Ich bin komplett offen mit meiner Mama. Manchmal so offen, weil manche Details wir sie nicht wissen, aber ich kann's nicht anders. Ich hab das zum Beispiel nicht, also mit meinen Eltern gar nicht so. Echt? Weil ich habe halt einfach diese Offenheit mit meinen Eltern nicht. Ich hatte nie über meine eigenen Probleme geredet mit denen, sondern ich habe einfach alles selber verarbeitet alleine. Krass. Ich hatte nämlich irgendwie in Erinnerung, dass sie ja am Anfang gesagt hatte, sie ist einfach nach Hause gegangen mit ihrer Freundin und das war dann einfach so. Und ich war so, oh, voll cool, die Eltern, dass sie das akzeptieren. Aber du kannst es ja auch anders machen als Kind. Du scheißt einfach drauf, dass deine Eltern es nicht akzeptieren und bringst die Person mit nach Hause. Und es klingt ja jetzt mehr so, als wäre es so gelaufen und das ist ja dann wieder voll traurig. Das liegt halt einfach daran, dass meine Mutter katholisch erzogen worden ist und sie mit diesem, mit Homosexualität und so einfach nicht umgehen kann. Und damit auch nicht, ja, und sie kann darüber nicht so offen sprechen. Auch krass, Alter, wenn die Eltern wirklich so sind und die hat dann noch 5 Schwestern und keine redet da über ihre Gefühle. Mann. Ist halt ein schwieriges Thema mit umzugehen und es ist in vielen Familien, denke ich, so. Und viele Menschen, die sich verstecken müssen. Aber wenn ich eine Freundin nach Hause bringe, dann soll ich bei anderen sagen, es ist nur eine Freundin. Ich soll nicht sagen, es ist meine Freundin, weil bei uns in der Kultur ist es halt nicht so angesehen, dass Chinesen sozusagen so lesbisch sind nach diesem Motto. Und deswegen, ich akzeptiere das, weil ich möchte meine Mutter auch nicht traurig machen. Sie hat mir so viel gegeben und Das ist nicht so hart, ne? Also auch gerade in diesen Kulturen sind die Eltern super wichtig und du bist oder musst immer dankbar sein als Kind, ne? Und es ist auch voll oft so, dass deine Eltern dann irgendwann erwarten, dass du für sie sorgst, ne? Auch finanziell und sowas alles. Also es ist eine Abhängigkeit da und die auch meistens ein Leben lang. Nicht so wie bei uns, ne? Ist ja voll oft so, dass man gar keinen Kontakt mehr zu seinen Eltern hat oder was weiß ich. Aber ich finde es halt krass, dass sie sagt, sie möchte nicht, dass ihre Mutter traurig ist, aber wer möchte denn, dass Sabcho halt nicht traurig ist, so? Wisst ihr, wie ich meine? Wie ist das dann für dich, hier zu sein und wenn sie das sieht? Oder hast du es ihr erklärt? Ach, oder sie hat gesagt, ich will mir das gar nicht anschauen. Sie hat gesagt, Mama, ist doch besser so. Mann, ja, ach, die lachen, aber ich finde es voll traurig. Stell mal vor, dann macht dein Kind in einer Fernsehserie mit und du siehst den nicht mal an, weil du wegen der Sexualität deines Kindes. Ist in Ordnung. Man kann versuchen, es zu verändern, indem man es zeigt, indem man darüber redet, indem man sich öffnet. Du wolltest noch über irgendwas sprechen, kann das sein? Irgendwas im Hacking Shit, da schlottern mir die Knie.
Wenn du möchtest, können wir das machen. Okay. 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 Ich werde mich anschließen, vielleicht kurz. Ja. Nein? Lass doch jetzt erstmal Dora. Also warum machen. Ich finde jetzt so 2 gegen 1 unfassbar unnötig. Die kann sich jetzt ja schon denken, so warum beide gleichzeitig. Ja, ohne Witz. Vielleicht mache ich den Anfang, oder Dora? Wieso? Dora wollte doch mit ihr reden. Aber gut, dann mach du den Anfang. Ja, ist okay. Ja, gerne. Ja, also, wir müssen sprechen und es ist jetzt vielleicht auch ein bisschen heftig und vielleicht auch überraschend für dich. Seht ihr, die weiß genau, dass sie das jetzt überraschen wird und auch, dass es ihr Herz brechen wird. Naja, nicht ihr Herz brechen, aber verletzen auf jeden Fall. Aber Dora und ich haben uns heute dazu entschieden zu gehen, weil wir gemerkt haben, dass sich bei uns hier irgendwie in der Zeit was entwickelt hat, was vielleicht nicht nur freundschaftlich ist. Ist doch irgendwo nicht richtig. Es war so, dass sich Paula entschieden hat, zu gehen, aus unterschiedlichen Gründen, weil sie sich nicht wohlfühlt, weil die Princess nicht genug nachfragt, weil sie nicht gut gezeigt wird, weil da auch was mit Dora ist, aber es war nicht der Hauptgrund mit Dora. Es war ein Grund, aber nicht der Hauptgrund. Und jetzt tut sie halt so, als hätten beide gemeinsam entschieden, okay, wir gehen jetzt, weil wir uns so unfassbar lieben. Das ist auch falsch. Ich war auf jeden Fall überrascht. Ich hätte es nicht erwartet, weil von Paula doch schon ziemlich krasse Signale kamen. Absolut. Ich weiß, dass es halt auf jeden Fall, wir beide hatten unsere Momente so und die waren halt auch mega schön und ich bereue nichts davon. Ich glaube, die denkt gerade kurz, sie ist die Princess, kann das sein? Die so, Hannah, ich habe heute keine Kette für dich. Seit wann ist das denn bei euch so? Also wann hat das angefangen? Also wenn es nach Paula geht, hat sie eben noch gesagt, eigentlich ist sie schon seit Tag 1 in Dora verliebt. Also es ist von Anfang an auf jeden Fall so eine Attraktion da gewesen, aber dass das jetzt so die Gestalt angenommen hat, würde ich ja auch sagen, seit 2-3 Tagen. Und wir haben das dann halt auch einfach offen ausgesprochen. 2-3 Tage. Gestern haben die rumgemacht. Gestern, also Paula und Hannah. Gestern hat Paula mich geküsst und mich mit ins Zimmer gezogen. Deswegen war es einfach eine Überraschung für mich. Auch beim Übernachtungsdate kam von ihr extremes Interesse. Ja, und da sage ich, das ist für mich ein Spielchen spielen. Das ist nicht ehrlich sein, das ist einfach komisch, das ist komplett, wie heißt das? Was hatte Elsa letztes Jahr mich nochmal gelehrt? Ambivalent ist das, so ein Verhalten. Da lief auch nichts, es lief gar nichts körperlich. Das wäre jetzt auch hier nicht der Raum dafür so. Das ist fresh bei Gott, aber absolut gar nichts. Jetzt ist der Punkt, an dem man sagen muss, bevor es unehrlich wird, bevor es nicht mehr authentisch ist, müssen wir einfach sagen, so wie gehen. Ich hasse dieses Wir. Weiß ich nicht. Ich hätte mir halt gewünscht, die reden beide einzeln mit der. Hätte ich mir gewünscht. Weiß ich nicht, wie ihr das seht, aber ich finde es halt schon blöd, dieses 2 gegen 1. Und dann hat Hannah wirklich gar keinen Plan, was abgeht und wird jetzt auch knallhart damit konfrontiert. Will vielleicht auch beiden einzeln andere Dinge sagen. Vielleicht würde sie jetzt Paula gerne sagen, aber wir haben doch noch gestern und bla bla bla. Denkt sich jetzt aber vielleicht auch, ja, jetzt halte ich besser meine Schnauze, weil vielleicht weiß Dora davon ja auch nichts. Ach, keine Ahnung. Das finde ich blöd. Im Endeffekt hat Hannah hier jetzt schon so sau viele Frauen geküsst und hat auch irgendwie genau hintereinander, dass ich halt denke, ja, ein Kuss ist halt ein Kuss, aber es muss halt nicht immer bedeuten, dass ich in jemanden verschossen bin oder krasse Gefühle habe. Mhm. Also wenn man die ganze Zeit rummacht, ein Einzelgeld bekommt etc., das heißt wirklich nicht, dass man da krasse Gefühle hat oder sonstiges. Eigentlich heißt es nichts. Das heißt absolut nichts, Leute. Also beruhigt euch alle. Ehrlich nicht. Ich bin ein Mensch, wenn mich jemand nicht möchte, so, dann ist das völlig okay. Weil ich möchte niemanden zu irgendwas zwingen. Entweder man mag mich, man will mich oder man will es halt nicht. So, und das muss jeder für sich selber entscheiden. Ja, vielleicht gutes Statement. Danke auf jeden Fall für eure Offenheit und Ehrlichkeit. Das ist mir sehr wichtig. Ja, und jetzt geht's zurück zu den Girls, ne? Ja. Tröstet ihr mich jetzt? Ja, zu uns. Mann, seht ihr, das hat ihn getroffen. Vor allen Dingen, ich glaube, mit ihren Paula
die hat ja auch Kopfkino und so und stellt sich Sachen vor und überlegt vielleicht schon, okay, es kommen noch die und die Dates und da nehme ich dann vielleicht Paula mit, weil zwischen ihr und Paula war ja einfach was. Also jetzt, wenn ihr Paula fragt, sehr gut, war schon wieder voll. Aber wenn ihr Paula fragt, dann war da absolut gar nichts. Aber wenn ihr Hannah fragt und auch die Staffel bislang verfolgt habt, dann werdet ihr sehen, da war schon eine ganze Menge. Sie tut mir leid ein bisschen, tatsächlich. Aber klar, das ist auch das Spiel, ne? Aber es ist einfach anders, ob jetzt eine Person aussteigt oder zwei, weil sie sich verliebt haben, parallel, obwohl eine von den beiden auch die ganze Zeit mit Hannah sich da was anbandelt. Ach, weiß ich nicht. Ich glaube, das hat auf jeden Fall was mit Hannah gemacht, weil wenn du mit deinem Herzen schon so ein bisschen bei einer Sache bist und die sich dann aber von dir löst, dann musst du es loslassen. Und das Loslassen fühlt sich immer nicht ganz so schön an. Die Liebe ist unfair. Jetzt ist ein neues Einzelgespräch. Auch ein bisschen gute Laune, die Princess. Wann nimmst du dich die teil? Ziehen wir uns rein. Also ich muss sagen, ich bin halt auch jemand, der braucht halt auch voll Zeit so. Mhm. Und habe halt auch das Gefühl, ne, ich sehe dich ja auch mit anderen. Und dann denke ich so, okay, ich weiß halt nicht, ob ich dann auch wirklich so da reingrätschen möchte. Weil, aber das musst du für dich selber entscheiden, verstehst du? Das hätten jetzt wirklich drei Antworten sein können. Das musst du. Das ist die erste. Das musst du für dich. Das ist die zweite. Und dann, das musst du für dich selber entscheiden. Was ja nochmal was ganz anderes ist. Ich weiß, dass ich, wenn ich in eurer Situation wäre und ich interessiere mich für die Princess, würde ich volles Risiko eingehen. Same. Wenn man da mitmacht, dann noch aber Vollgas, oder? Ich meine, das ist das Experiment, worauf man sich da einlässt. Und finde ihre Antwort auch gut. Also Tai versucht ja so ein bisschen die Verantwortung abzugeben an Hannah. Was ist so deine Meinung? Bla, wie soll ich mich da verhalten? Und Hannah sagt, Alter, das musst du ganz für dich allein entscheiden. Das finde ich gut, dass sie dann niemanden versucht zu manipulieren. Hm? Manipulieren ist eigentlich auch ein ganz gutes Wort für die Frage. Ehrlich sein, ehrlich sein. Ich wollte einfach nicht das Gefühl gehabt, dass ich irgendwie in irgendeiner Art und Weise gesehen wurde. Mann, sei nicht traurig, Engelchen. Aber hätte sie nicht auf sie zugehen können und sagen, hey, können wir nicht mal reden? Wäre jetzt gelogen, wenn ich Nein sagen würde. Dass jetzt einfach, ich nicht mal die Möglichkeit hatte, überhaupt mit ihr zu sprechen. Das ist halt für mich so eine ungewohnte Situation einfach. Okay, sie übertreibt jetzt wirklich ihre Lage so hart und packt den Koffer. Sie teilen es schon ein bisschen. Oh Mann, nein. Ich will jetzt nicht. Ja, komm mal nach oben. Nein, hör auf. Ich will mit ihr jetzt, also ich will sie ja wirklich kennenlernen. Für mich hat sich nichts daran geändert. Du bleibst hier und du wirst deine Zeit haben. Bitte, bitte vertrauen. Bitte, du musst mir halt echt vertrauen. Glaube ich nämlich auch. Klar, du bist ihr Favorit. Und alle so, ja, du bist immer safe. Wow, hilft mir richtig viel weiter, diese Aussage. Merke ich halt nicht wirklich viel davon. Das ist echt ein bisschen blöd, aber es ist auch so wie, keine Ahnung. Die war bestimmt auch so eine früher, die hat so gesagt, boah, die Arbeit lief voll scheiße und was hatte sie? Dann eine Eins. Man weiß halt, jeder weiß es. Ganz Deutschland weiß, dass die weit kommt. Weil guckt sie euch an, dann den Vibe zwischen ihr und Hannah, der ist bombastisch, die knutschen schon. Also, klar ist das dann auch mal blöd gesagt von den anderen, hör auf zu heulen, du kommst sowieso weiter, aber es stimmt ja auch ein bisschen. Jetzt hat Herr nämlich Amelia mit Caro darüber eine Diskussion. Ob Essies Verhalten, ich weiß gar nicht, worüber. Lass uns mal reinhören. Pass auf, Tessie ist einfach eine wirklich unglaublich tolle Frau. Ja. Und sie ist es nicht gewohnt, einfach sich das Podest zu teilen. Ja, aber das denken wir alle nicht. Ja, aber es gibt Menschen, die haben ein unterschiedliches Ego. Es gibt Menschen, die stecken da viel mehr drin als andere. Ja, und vor allem in der Gefühlslage. Und keiner kann in Chelsea reingucken. Nein. Und wenn ihr das aktuell wehtut, dann ist sie einfach mit den Gefühlen schon viel weiter als andere. Das ist auch in Ordnung so. Sehr gut gemacht, Baby. Jeder fährt eine andere Spur, jeder kämpft anders. Jeder ist in einem anderen Tempo unterwegs. Und das wussten wir. Wir wussten, worauf wir uns einlassen. Und wir wissen nun mal nicht, was in Hannas Kopf vorgeht. Hat sie absolut recht. Wir gucken jetzt hier in die Rosenvergabe, wollte ich schon fast sagen. Ich bin nicht die Einzige, die Entscheidungen trifft. Und auch wenn ich jede Entscheidung respektiere, gehen sie nicht spurlos an mir vorbei. Mhm, hast du gehört, Paula, ne? Es hat ihr wehgetan. Ich wünsche euch alles Gute für euren hoffentlich gemeinsamen Weg. Period. Das war es, was die dazu gesagt hat. Finde ich richtig geil, weil es einfach nur geil auswendig klingt und ich liebe es.
wir sind mehr als glücklich mit unserer Entscheidung. Wir, ne? Weil Haudora kann ja nicht reden selbst. Und freuen uns auf alles, was jetzt kommt und gehen mit einem extrem guten Gefühl aus der Villa. So, da sage ich erstmal Glückwunsch. Bin ich mal gespannt, was da bei euch ist, ob ihr zusammen seid oder nicht. Wie das lief, keine Ahnung, kann man das herausfinden? Wenn die jetzt draußen sind, da können wir eigentlich mal eine nach einem Interview fragen. Nee, weiß ich nicht. Ihr Süßen, ich wünsche euch doch auch alles Gute. Ihr seid doch süß. Ich hoffe nur, das war jetzt wirklich auch alles echt, vor allen Dingen von der Dame in Grün. Und nicht nur irgendwie ein kleiner Ego-Trip, um jetzt Hannah noch eins reinzudrücken. Weil das, was jetzt noch passiert, da denke ich mir auch, was soll das? Guckt! Also erstmal ein geiler Bitch-Blick noch von Hannah, klar. Den fand ich 10 von 10. Guck mal, die sind noch nicht mal außer Reichweite. Da ist die letzte Kamera, die noch irgendwas filmt auf diesem Catwalk, ja? Also die ist quasi vor denen, das wissen die. Also die eine weiß es in Grün. Ich glaube, wir haben einfach beide mega Lust, uns kennenzulernen und einfach zu schauen, was passiert und was die gemeinsame Zeit uns bringen wird. Habt ihr diesen Moment gesehen? Also es sieht quasi so aus, die umarmen sich. Und ich finde, es sieht so aus, als würde Paola Dora dann küssen wollen. Aber Dora dreht sich nochmal so um. Ich verstehe halt einfach diese Show, die da jetzt extra nochmal gemacht wird. Also ihr müsst euch vorstellen, dieser Winkel, die Mädels können die noch sehen. Wenn sich Hannah umdreht, kann sie die auch noch sehen, wie sie sich da umarmen und Händchen halten und bla bla bla. Und natürlich die Kamera kann es noch sehen. Warum macht man das nicht, wenn man jetzt sowieso aus der Villa geht? Wenn man doch auch vorher gesagt hat, dass für diese ganzen Zärtlichkeiten und so in der Villa kein Platz ist und dass das auch gut so ist, oder was sie da gesagt hatten. Komischer Beigeschmack für mich persönlich. Drama. Sabcho, ich mag deine Art und Weise und du bist ein toller Mensch. Vor allen Dingen mag ich deine geilen Sprüche. Ich mach doch nur Spaß! Halleluja! Aber du bist leider nicht aus dir rausgekommen und deswegen endet unsere Geschichte leider heute Abend. Ist gar kein Problem, hab ich mir schon gedacht. Aber danke, dass ich so lange noch hier sein durfte. Ja, Sabcho fliegt raus und ihr fragt euch bestimmt, warum steht Maria daneben? Die hat die beide nach vorne geholt, Warum? Weiß ich nicht. Die dachte ein bisschen Dynamik mal rein in den Bums. Du lass mich aber schon warten, ne? Klatsch. Möchtest du die Kette behalten? Was denkst du? Ich denke ja. Ja, dann denkst du richtig. Geil. Ich liebe diese Neckungen bei den beiden. Die sind auf Augenhöhe, glaube ich, mit was Frechsein angeht. Und das war's heute mit der heutigen Folge. Gucken wir mal, wie es weitergeht, oder was? Wir sind jetzt nur 6 Frauen im Haus. Es ist richtig Endspurt, jetzt wird's so richtig eng. Ja, Mann! Ja, Mann! Ich will sie in meinem Leben haben, unbedingt. Jetzt ist so ein Punkt, da haben wir wirklich gar keine Ahnung, wie es weitergehen kann. Ich bin so null sicher. Aber es ist hier keiner, glaube ich. Ich muss mich am Ende dafür entscheiden, mit wem möchte ich eine Beziehung eingehen. Jeder von uns wird auf Angriffsphase gehen. 2 Minuten? 2 Minuten. Aber wirklich nur 2. Oh, die knutschen. Langsam hab ich die Schnauze voll. Ich kann keiner von euch die absolute Sicherheit geben. So muss ich dir leider die Kette abnehmen. Ja. Ich bin so gespannt, ey. Wie es hier weitergeht nächste Woche. Also, keine Ahnung, sieht eigentlich ganz geil aus, oder? Ganz geil. Ich meine, die lernen sich jetzt auch alle immer mehr kennen und so. Und es wird ein bisschen deeper. Da freue ich mich. Was denkt ihr über die heutige Folge? Was denkt ihr bei Paola und Dora? Ich weiß, ihr werdet es alle lieben, dass die da gemeinsam rausgegangen sind und euch freuen wie sonst was. Aber es haben auch viele gesagt, sie gucken es nur noch wegen Dora und Paola. Und dann würde ich jetzt mal sagen, wir sehen uns nicht mehr. Ne? Das war's jetzt. Die Staffel ist für euch jetzt hiermit vorbei. Ciao. Schade. Aber der Rest, der es noch weitersehen will, ja, und das ja auch alles gar nicht so scheiße findet, was in Staffel 2 so passiert, der ist auch weiterhin herzlich willkommen. Nein, jeder ist herzlich willkommen. Come on, ich will ja auch niemanden exkludieren. Außer miese Stimmung und miese Vibes, okay? Nee. Ihr Süßen, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag wie immer. Danke fürs Zusehen und ich freue mich, euch bei meinem nächsten Video wieder begrüßen zu dürfen. Bis dann, haut rein! Peace!